aus, weil wenn die Aufnahme läuft, das Programm und so, dann keine Rolle mehr spielt. Meinst du? Ich kann das bei allen, bei den anderen vier Aufnahmen, die bei über die Aufnahme, die immer fester aufgehen, indem man die feste Achterbahn vor und zurück. Das ist sehr nervig. Okay, aber für den Beamer wäre es trotzdem nicht schlecht. Das ist jetzt aber so. Ist er jetzt zu hell oder? Ja, mehr kann die, das ist ja auch die kleine. Die können wir dafür nicht nehmen, weil die machen es noch schlechter. Wir kriegen das momentan nicht hin. Wir haben ja kaum was. Aber es ist Autofokus anders, zumindest. Ja, die kriegt schon einiges hin. Also. Aber ist halt nur VGA, mehr kann die leider. Okay, wenn er dann abstürzt, kann ich immer noch sagen, das ist jetzt ja nicht das, wonach es aussieht. Genau. Das liegt an der Bildqualität. So, Herrschaften, nur mal ganz kurz zur Info, was wir euch hier präsentieren. Was wir euch jetzt hier gerade präsentieren von Guido. Es geht leider nur über die kleine Krücke, die wir hier jetzt haben. Sprich, wir versuchen das Bild von dem iBook hier über eine Kamera euch über den Beamer an die Wand zu schmeißen. Die Auflösung ist leider nicht besonders toll. Das iBook kann mit seinem externen Anschluss nicht direkt angeschlossen werden. Wir machen von der ganzen Geschichte aber auch noch mit einer kleinen Digitalkamera hier ein Video, wo man nachher die Details dann nochmal etwas besser sehen kann. Ne? Also müssen wir jetzt bei diesem einen Vortrag leider mit dieser kleinen Krücke leben. Nachher bei den nächsten werden wir das dann hinbekommen, dass wir direkt die Anschlüsse, die externen Anschlüsse verwenden können und dann sehen wir die Bilder auch wieder etwas klarer. Gut. Das ist halt nur, wenn du angebissenes Obst benutzt, das ist einfach. Okay, Guido, leg los. Ja, ich habe ja jetzt im letzten Jahr Crunch vorgestellt und das kam ja teils gut an, teils nicht so gut an, weil viele Leute sich gesagt haben, Packet Manager oder Installer an sich brauchen wir nicht, wir machen alles von Hand. Und jetzt ist mittlerweile ein Jahr um und ich muss sagen, es wird ziemlich gut angenommen. Also es sind auch ziemlich viele Entwickler entgegen Unkenrufen, die jetzt selbstständig die Archive verwalten und ihre eigenen Programme ja, über Crunch auch veröffentlichen mit eigenen Datenbanken. Aber auch einzelne Entwickler, die mir halt eine Datenbank zukommen lassen oder einfach fragen, was sie machen müssen, damit ich die aufnehme. Und da habe ich dann natürlich dann auch die Möglichkeit, so ein bisschen auf die Ordnung in den Archiven sogar einzuwirken. Und ich sage, es wäre schöner, wenn du das so machst und so weiter. Und ja, mittlerweile haben wir über 200 Programme drin. Ich habe natürlich jetzt immer nur die guten Sachen genommen, die Perlen daraus gesucht, die man auch sofort nutzen kann. Bei Shell-Befehlen ist die Sache dann ja immer so ein bisschen grenzwertig, da muss man dann mal gucken. Da sind auch so einige Sachen schon drin. Aber das ist dann für die Masse, sage ich jetzt mal, ja eher uninteressant. Aber so komplizierte Geschichten wie die Installation von YAML zum Beispiel, wo dann die ganzen Endless-Klassen fehlen. Und das hat man also mit Crunch diese Probleme gar nicht mehr. Einfach, ja, YAML, Knopfdruck und dann ist die Sache installiert mit allen Unterklassen, mit allen MUI-Klassen, die man dazu braucht. Und das war eigentlich der Grundgedanke, den ich mit Crunch hatte, diese ganze Installationsproblematik ja, abzuhelfen, dass auch Einsteiger damit klarkommen. Ich habe jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten, auch wenn man es an der GUI nicht wirklich gesehen hat, noch viel an dem internen Handling verbessert und geändert. So ist es, vielleicht ist einigen aufgefallen, dass die Einträge jetzt auch lokalisiert sind. Dass man zum Beispiel, sieht man jetzt auch bei Grand, der steht jetzt der Beispieltext hier in Deutsch. Das heißt, die können jetzt, alle Entwickler können jetzt ihre Beispiele in beliebig vielen Sprachen in der Datenbank unterbringen. Ist jetzt auch schon komplett eingedeutscht oder fast komplett eingedeutscht. Und das war halt auch so eine Sache, wo viele gesagt haben, ja, warum ist das da noch in Englisch, wenn ich die Oberfläche in Deutsch habe? Und das habe ich jetzt nachgerüstet. Ich wollte halt nicht zu viel auf einmal machen, um nicht das Ganze nachher in einem riesen Kuddelmuddel enden zu lassen. Und dann habe ich halt die Features schrittweise eingeführt. Da gab es zum Beispiel auch Anfragen, warum Crunch bei jeder Installation es neu runterlädt, das Archiv, wenn er es schon einmal hat und auch gespeichert hat. Das hatte auch interne Gründe, ist mit der nächsten Version dann auch behoben. Dann kann man sagen, sammel alle Archive und man muss sich nie wieder Gedanken drum machen, wenn man das Archiv nochmal installieren möchte oder reparieren muss, muss man keine Internetverbindung haben. Dann installiert Crunch das aus dem eigenen, ja, sag ich, eigenen Archivsammlung. Jetzt kam letztens diese Geschichte mit dem Power SDL.
Da war ich eigentlich so ein bisschen in Verzug, weil eigentlich wollte ich die Version schon längst draußen haben, die aktuelle. Da gab es dann ja, die Leute haben alle PowerSDL in der neuesten Version draufgebügelt und es ging gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wer betroffen war, waren mit Sicherheit einige. Und da musste dann wieder manuell auf die 1.14 zurück oder auf die 4.14 zurückinstalliert werden. Und das wird mit der zukünftigen Version von Grunge auch möglich sein. Ich muss das mal eben die PowerSDL-Eintrag suchen. Ich hoffe, das kann man auf dem Bildschirm sehen. Und zwar habe ich jetzt hier, wie man sieht, PowerSDL 15.6 installiert. Match.0. Genau, Match.0. Und jetzt hat man über der Reparieren-Taste ein Kontextmenü, in dem man die bereits auf der Platte vorhandenen Archivversionen direkt auswählen kann. Dann sagt man einfach, ich will 14 reparieren, drückt auf Installieren. Und jetzt wird auch keine Verbindung im Internet hergestellt und zack, hat man jetzt Version 14 installiert. Das heißt, selbst wenn man mit der neuen Version nicht zufrieden ist, kann man immer noch das alte Archiv nehmen. Es klappt natürlich nicht. Und wenn man es vorher nicht mit Grunge installiert hat oder ähnliches, weil Grunge muss halt das Archiv selber schon haben. Und bei PowerSDL zum Beispiel, das ist ja generell das Problem, wenn man ein Programm installiert, wo kriegt man jetzt die V14 wieder aus dem Internet? Weil in allen Aminet und Morphos Files ist die V14 entfernt worden. Mhm. Das war natürlich ITX vorausschauend und hat die 14 in die 15, das 15er Archiv mit reingepackt. Aber in der Regel hat man dieses Feature nicht, oder dieses, das macht ja kaum einer. Und da wird dann also die kommende Version von Grunge in der Lage sein, das selbsttätig wieder zurückinstallieren zu können auf ältere Versionen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das war eigentlich so grob die Sachen, die ich zu Grunge sagen wollte, da das, ich sag mal, von der User-Gemeinde wurde sehr gut aufgenommen. Ich kriege ja immer Feedbacks von allen Seiten und ich habe jetzt auch dieses Meeting jetzt nochmal genutzt, um mal bei den Leuten zu gucken, was sie mit Grunge machen. Und der Mick war sehr freundlich, mir mit vielen Problemen potenzielle Gefahrenpunkte nochmal und Verbesserungswünsche, die ich auch in der nächsten Version schon noch einbauen muss. Was mich bestätigt, dass ich diese Version jetzt noch nicht an diesem Wochenende veröffentlichen kann. Oh. Nee, leider nicht. Also da werde ich wohl noch eine Woche dranhängen müssen. Aber das ist ganz gut, weil ich habe halt auch nicht eine Standardinstallation, also ich habe eine normale Installation. Andere User haben ihre Platte komplett anders eingerichtet und da gibt es natürlich ganz andere Situationen und andere Problemchen. Und da nutze ich dann halt auch solche Treffen, um mir einen Eindruck zu verschaffen, was funktioniert oder wo gibt es da noch Probleme, wo hakelt es, um das ganze Ding noch zu verbessern. Man sieht ja auch seit dem letzten Release mit Version 1 sind es jetzt 55 Updates schon gewesen, also auf meiner Platte. Offiziell sind es nur 53. Aber da sieht man allein schon, das ist nur die Programm-Updates. Die Datenbank wurde ja zwischendurch immer wieder um Einträge erweitert, heute noch. Also der Kronos hat heute noch SteamDraw hinzugefügt. Das heißt, wer das Programm nachher, was er in der Präsentation zeigen möchte, installieren will, kann das direkt über Grunge machen. Ja, dann wäre das eigentlich alles, was ich jetzt so zu Grunge noch sagen wollte. Also es gibt natürlich, um es mal Gegenteil zu sagen, auch einige Leute, die schon sagen, ich will keine Installer, die alles automatisch machen, ich will wissen, was das System tut. Und es gibt auch einen Entwickler, deren Namen wir jetzt nicht nennen, der das ganze Ding verteufelt und seine Programme auch nicht erlaubt, dass ich die in diese Datenbank eintrage, obwohl er da gar nichts mit zu tun hat. Und da kann ich dann auch nichts dran tun. Wer nicht will, der hat schon. Aber es ist halt auch umgekehrt, dass die Leute, wie gesagt, auf mich zukommen und sagen, wie kriege ich das da rein? Und da habe ich dann jetzt, bin ich sogar schon in der Position, dass ich sagen kann, das musst du bitte ändern und das muss ein bisschen ordentlicher sein im Archiv, dann macht die Sache mehr Sinn und dann haben auch alle was davon. Auch die, die es manuell installieren wollen, weil das Archiv aufgeräumt direkt zum User kommt, egal ob man es mit Grunge installiert oder nicht. Mhm. Und ich könnte jetzt, aber das ist natürlich jetzt die Frage, ob man das gut sehen kann. Ich hatte nämlich jetzt mal, damit man so einen Eindruck bekommt, wie so ein Eintrag aufgebaut ist. Ich weiß gar nicht, ob es zu lesen ist. Na, nicht wirklich. Ist nicht wirklich. Ist so nicht wirklich zu sehen. Aber das ist im Prinzip ein Standard-Eintrag. Da muss man mehr oder weniger nur den Namen und den Download-Pfad ändern und die Beschreibung. Und dann kann man, da hat man sein Programm schon an Grunge angepasst. Ja, genau. Nein, der kam gerade günstig.
Ja, also das ist jetzt natürlich schade, dass man das nicht gut lesen kann. Und ja, das kann ich mir dann ja jetzt so sparen. Sonst hätte ich nochmal kurz gesagt, worum es bei Grunge dann geht, mit diesen Files. Aber das kann ich, wer Interesse hat, seine Programme oder Applikationen oder auch private Dinge. Das ist, Grunge ist ja nicht an einen Server gebunden oder ähnliches. Man kann also auch mit Grunge zu Hause auf seinem eigenen FTP-Server oder HTTP-Server ja seine eigenen Daten verwalten. Man muss denen halt nur irgendeine Version geben oder eine Möglichkeit haben, denen eine Version zu geben, und dann kann man eine Synchronisation von den Urlaubsbildern oder was auch immer zwischen den Rechnern machen, wenn man das möchte. Das geht damit dann auch. Aber wie gesagt, es ist ziemlich einfach, die Geschichte. Es ist ja leider der Analog-Kit noch nicht da. Mit dem hatte ich eigentlich auch mal vor, das jetzt hier heute durchzusprechen. Er ist ja mit dem EUAE ziemlich gut zu Fuß. Er hatte auch schon mal so eine Spielesammlung gebastelt. Und die Problematik ist ja immer, wenn man installiert, dann müssen die Konfigurationen stimmen und so weiter. Und er hatte mal so eine riesen Spielesammlung gebaut mit über 1 GB, wo man wirklich das Icon des Spiels anklickt und dann ging direkt der UAE los und man konnte dann ein paar Sekunden später direkt das Spiel spielen, als wenn man die Diskette eingelegt hätte. Kann man mir noch testen, das habe ich noch nie gemacht. Ja. Bei mir ist es auch. Das Ding war aber so riesengroß mit ich weiß nicht wie viele Trillionen von Dateien, und das hat alleine diverse Stunden gedauert, das Ding zu tarnen. Und weil LAA hätte da wäre mit Speicher ausgegangen. Und da war halt die Idee gekommen, wir könnten ja eine eigene Datenbank machen für diese UAE-Geschichte, indem man einfach sagt, wir machen den UAE als ein Paket und dann kann man die Spiele nur installieren, die man auch spielen möchte, und die dann über Grunge einfach dazu linken. Das ist übrigens auch so ein nettes Feature. Also Grunge macht mehr als nur die Installation. Also haben vielleicht einige schon gemerkt, wenn man sich so ein Desktop-Tool wie eine Uhr oder ähnliches installiert, dann bekommt man automatisch ein vorkonfiguriertes WB-Start-Icon in den Drawer angelegt. Das heißt, man braucht es einfach nur nehmen, in die WB-Start abschieben, neu starten, und dann ist die Uhr bei jedem Start automatisch gestartet. Man muss also nicht noch selber wieder Icons erstellen und kopieren und Tooltypes editieren und Pfade anpassen, wie das sonst der Fall wäre. Solche Kleinigkeiten macht Grunge dann bei der Installation nebenbei dann mit, genau wie Ordner-Icons und Programm-Icons, wenn die fehlen. Bei einigen Programmen werden die auch runtergeladen, zum Beispiel Stellarium hat kein ordentliches Icon dabei. Da wird dann direkt von der Wiki-Seite das Logo runtergeladen oder das Icon eingebunden. Und das sind dann halt so kleine Gimmicks, die man nicht hätte, wenn man es von Hand machen müsste. Da müsste man sich den Kram alle selber zusammensuchen. Oder beim FPSE wird automatisch das Sony-ROM runtergeladen, und das ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber es ist sehr praktisch. Ja, ich weiß nicht, ob noch Fragen zu Grunge generell sind von den Anwendern. Wie ist das, wenn du über Grunge was installiert hast und das setzt irgendwelche Ruby-Libraries voraus und dann gibt es ein Update von diesen Libraries? Merkt ihr das und installiert die nach? Ja, ich habe das jetzt vor einigen Versionen nachgerüstet, dass Grunge automatisch nachfragt, ob er die Libraries installieren soll und die dann mit aktualisiert, damit man halt immer das komplette Paket, aber auch nur, wenn man, also ich habe Grunge so ausgelegt, dass man nicht irgendwas, dass Grunge nicht irgendwas macht, was der User nicht will. Das heißt, man muss schon von den MUI-Libraries sagen, er soll aktualisieren, wenn was Neues da ist als Modus. Und dann macht er das auch auf Anfrage, wenn man jetzt sagt, man installiert eine neue Version von YAML. Und YAML stellt jetzt natürlich fest, er braucht NList, damit geprüft, NList, oh, NList ist veraltet. Da kommt direkt der Requester, ich müsste auch NList installieren, und dann wird er gleich mit aktualisiert. Weil gerade bei Reggae-Klassen zum Beispiel gibt es diese neuen Tools von Crashern, die kommen immer parallel mit den Reggae-Libraries, und da muss man auch immer mit dem neuen Tool-Version dann auch die entsprechenden Features in den Reggae Libraries nachrüsten, und da ich das sowieso schon vorhatte, hatte ich das dann gleich, als Krashan sagte, er wollte das da gerne einbinden, ja, eingebaut, dass er das dann automatisch mitforciert. Aber wie gesagt, nur wenn man dem das auch erlaubt. Also Grunge macht jetzt nicht einfach Endlist neu, wo man gesagt hat, er soll das ignorieren oder so. Wenn man sagt, Endlist packst du nicht an, dann macht Grunge da gar nichts und installiert den YAML, und ob YAML jetzt nur mit der Library klarkommt, da muss dann der User sehen. Er wurde ja in dem Sinne gewarnt.
Und umgekehrt ist natürlich der Fall, wenn man sagt, ich möchte jetzt Endless deinstallieren, dann kommt da eine Riesenliste. Und dann sagt er, wenn du Endless deinstallierst, dann musst du auch diese Programme deinstallieren, die brauchen alle Endless. Und das lässt man dann besser bleiben. Ja, das ist. Ja, man kommt also in diese Abhängigkeit. Manchmal habe ich auch welche vergessen, dann wusste ich selber nicht, dass die Abhängigkeiten da sind, weil man hat ja die ganzen Sachen schon auf dem System. Ich habe mir halt die Beinrisse mal angeguckt, was ist da drin, was brauchen die. Und bei den meisten müsste es jetzt eigentlich stimmen. Also ich habe jetzt zumindest nicht gehört, dass jemand auf dem frischen System mit irgendwas Probleme hatte. Ich glaube, wir haben aber bei SimpleMail, der braucht eben so eine exotische Klasse, die fehlte. Aber das ist dann ja meistens eine Sache, da muss man nur den Eintrag nachrüsten und fertig. Und die Updates kommen ja und das läuft ja auch eigentlich zuverlässig, muss ich sagen. Es gab jetzt im September einmal den Super-GAU durch diese, die haben irgendwie was im Aminet umgestellt und dadurch hat sich bei mir in dem Download-Code ein Buffer-Overflow ergeben und es knallte jedes Mal, wenn einer das Datei im Aminet geprüft hat. Aber da war ja dank selbst heilenden Updates schnell Abhilfe geschaffen. Und bis auf dieses kleine Problemchen ist ja Crunch durchgelaufen, ist ja auch serverunabhängig. Würde eigentlich nie jemand Probleme gehabt haben, irgendwas zu installieren. Und wenn die Seite von irgendeinem speziellen Auto natürlich offline ist, da kann Crunch natürlich auch nichts dafür. Ein weiteres Feature ist jetzt, kann ich auch nochmal erwähnen, das ist jetzt für die meisten uninteressant, aber Crashern hat ja zwei Server laufen mit dem Morphos Files. Und die sind 1:1 Kopien voneinander und Crunch wechselt dynamisch zwischen denen hin und her, um halt auch die Serverlast auszugleichen. Und das ist zum einen für Crashern gut und zum anderen halt, wenn ein Server von den beiden wirklich down ist, dann nimmt Crunch automatisch den nächsten. Das klappt natürlich nur bei wirklich echten 1:1 Archiven, weil könnt ihr jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt die Entwicklerseite und ich nehme das Aminet, weil da weiß man nie, sind die jetzt wirklich in Sync oder ich kann ja nicht einfach sagen, okay, ich habe im Aminet eine neue Version gefunden, das Archiv fehlt aber. Und ziehe ich mir die jetzt von der Entwicklerseite und der hat noch eine ganz alte drauf. Das kennt man ja auch oft, dass die Seiten auf den Entwicklerseiten neuer sind als im Aminet. Und da muss man dann halt als Schreiber von diesen Datenbanken halt aufpassen, was macht mehr Sinn. Ich habe jetzt auch gesagt, dass ich die Morphos-Files halt bevorzuge, weil Crashern ist da ziemlich schnell mit den Aktualisierungen und da ist man sehr zeitnah mit Updates dabei. Und ich habe jetzt auch immer, wenn was Neues bei Morphos-Files aufgetaucht ist, so ist nicht von irgendeinem Autor kam, der schon seine eigenen Sachen verwaltet wie Crash, dann habe ich dann direkt den Eintrag dafür gemacht, deswegen ist das immer so peu à peu mehr geworden. Kann ich auch schön sortieren lassen nach neuesten Einträgen oben, da wird man dann heute Steam drauf finden, als Programm des Tages im Prinzip. Ja, das wäre es dann von meiner Seite aus zu Crunch. Dann auf zum nächsten. Ja, und zwar hatte ich mir überlegt, ich hatte letztes Jahr demonstriert, wie man an einem Mac Mini zum Beispiel ein zweites Display benutzen kann, indem man eine virtuelle Grafikkarte macht und ein iPad oder einen zweiten Rechner als Client für diesen Screen nimmt. Und weil halt solche Features nicht bekannt sind. Und für dieses Mal hatte ich mir vorgenommen, eine Funktion zu zeigen, die wahrscheinlich auch die meisten nicht kennen. Und zwar ist das File Image Control das liegt dem System bei. Und es ist im Prinzip eine Möglichkeit, Image-Dateien jeglicher Form zu mounten. Das können CD-Images sein, das können ADF sein vom Amiga, das können Festplatten, Partitionen sein, die man mal irgendwie mit einem Backup-Manager gemacht hat. Oder auch mit diesem RAW-Disk-File-System. Ich weiß nicht, wer es schon mal probiert hat, das ist auch eine nette Möglichkeit, um direkt die Partition zu sichern mit Ambient. Man kann quasi per Drag und Drop seine Daten retten, was natürlich in einer riesen Datei endet, wenn man ein 40 GB File sollte man dann schon auf eine externe NTFS-Platte sichern. Und mit SFS ist das schlecht. Und ich möchte halt heute mal File Image Control zeigen, was für Möglichkeiten es gibt und auch eine kleine, aber feine Backup-Lösung vorstellen, mit der man schnell und einfach sein System auf eine externe Platte oder auf einen Samba-Share sichern kann, ohne dass man halt Datei-Flex verliert. Oft ist ja das Problem, wenn man das fett speichert, dann sind die Dateinamen entweder kaputt oder man hat keine S-Flex mehr oder die anderen Flex, ich weiß gar nicht, was noch fehlt. Und es gibt halt mit dem File-Image-Controller die Möglichkeit, beliebige Dateien zu mounten.
Das heißt, ich erstelle mir eine 10 Megabyte Datei und trage die ein, mounte die, formatiere die mit SFS. Dann habe ich eine virtuelle Festplatte auf der Festplatte, ähnlich wie man es von WinUAE zum Beispiel kennt mit den HD-Files. Funktioniert im Prinzip genauso. Die HD-Files kann man sogar mit dem File Image Controller wieder mounten, wenn man das möchte. Also selbst die kann man importieren. Und das möchte ich jetzt mal zeigen, und zwar erstmal am Beispiel von einem normalen ADF, wie es eigentlich jeder schon mal in der Hand hatte, denke ich. Dann wähle ich jetzt den Eintrag ein, sagt einlegen. Und da ist der Ordner, ich muss jetzt gerade mal das rüberziehen hier. Dann habe ich hier nämlich ein paar ADFs. Ich hoffe, das kann man lesen, ich kann es hier nämlich nicht sehen. Jetzt nehmen wir mal die Workbench 3.1 Diskette und sagen öffnen. Den Ordner können wir hier wegmachen. Nein! So war es nicht gedacht. Aber es war noch rekonifiziert. So, jetzt haben wir den... das ADF gemountet, jetzt müssen wir noch sagen, was das für ein Dateisystem ist. Dann nehmen wir jetzt nochmal OFS, damit passt das schon. Aber das hat vorhin bei mir nämlich nicht funktioniert. Ja, das ist automatisch, ja, das habe ich schon als Bug gemeldet. Normal müsste das können. Also im Mounter funktioniert es, da erkennt er die gleichen ADFs, das ist ein bisschen seltsam. Okay. Da ist irgendein kleiner Fehler noch drin. So, dann klicken wir auf Mount und schon haben wir unser Workbench-Icon in der üblichen schönen 3.1. Geschichte und können dann hier auf der So, das wäre jetzt, wie man es halt von früher kannte, die schönen Icons, alle bunt gemischt. Und der Vorteil ist, das ist ja jetzt keine starre, kein starr gemountetes, wie man es früher schon kannte mit der RAD, wo man einfach ein Image in die RAD kopiert hat, dann konnte man die RAD editieren oder man hat einen Mounter benutzt. Das ist jetzt wirklich eine Diskette im Laufwerk. Das heißt, ich kann hier auch hingehen und einfach sagen, okay, Fensenschublade, die gefällt mir gar nicht. Die lösche ich einfach. Und dann ist die weg. Und die ist jetzt auch aus dem ADF verschwunden. Also ich kann jetzt durch Drag and Drop mir eine Workbench 3.1 Diskette mit meinen Programmen, die ich gerne hätte, zusammenstellen, das ADF speichern und dann zum Beispiel in UAE direkt davon wieder booten. Man muss also nicht irgendwie noch mit anderen Tools arbeiten, das geht alles von Morphos aus selber. Und wie gesagt, das funktioniert nicht nur mit ADFs, sondern auch mit Festplatten-Images oder USB-Images von USB-Sticks oder ähnlichem. Die kann man direkt über das Wordis-Device erstellen. Geht auch DMS? Disk Mesher ist ja so ein komprimiertes. Das ist ja, das müsste man erst entpacken, dann hast du wieder ein ADF davon. Das ist ja Konverter von DMS auf ADF. Ja, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob dieses theoretisch könnte sogar sein, dass es funktioniert. Es gibt ja in Ambient diesen On-the-Fly-Entpack. XAD ist, glaube ich, der es macht. Man kann ja in LAAs reinklicken. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob der DMS kann. Gar nicht. Okay, dann klappt es nicht. Aber theoretisch ein LHA-gepacktes ADF könnte man da quasi in das ADF reinklicken, das ADF aus dem LHA quasi wieder hier in den ISL-Requester schieben, mounten und dann hätte man aus dem LHA heraus das Ding gemountet, ohne es zu entpacken. Und wie sich das dann mit dem Schreiben verhält, weiß ich nicht, ob das gut funktioniert, aber theoretisch müsste es ja. Ist natürlich der Geschwindigkeit nicht förderlich, aber es ist technisch viel möglich durch dieses kleine Tool. Das ist eigentlich auch nur ein Abfallprodukt gewesen. Aber so, und jetzt gab es eine schöne Idee, beziehungsweise der Thorsten hatte mich angesprochen, er wollte seine Daten sichern. Und zwar auf eine externe Festplatte, die er nicht formatieren wollte. Jetzt hat er eine NTFS-Platte und da hat man natürlich die Problematik, was macht man mit den S-Flags, was macht man mit den, ich weiß gar nicht, da war noch irgendwie eins, das fehlte. Das heißt, wenn man dann die Daten wieder zurück auf die Platte schiebt, hat man, Skripte funktionieren nicht mehr, irgendwelche Kontextmenüs, wo man vorher drauf bestanden hat, die sagen dann plötzlich, ist nicht mehr ausführbar. Ja, den musst du dann wieder mit LAA packen, weil andere Packer sind dann wahrscheinlich wieder und vergessen es dann auch wieder. Und eine Lösung für das Ganze wäre jetzt, indem man einfach hingeht, jetzt machen wir das Ding mal wieder weg, das Auswerfen, das Unit, das machen wir nicht. Indem wir, ich simuliere das jetzt mal lokal, weil ich keinen USB frei hatte, oder ich hätte einen USB frei, aber das ist nicht. Wir machen jetzt mal das, was man machen würde. Wir nehmen jetzt eine, ich habe jetzt hier eine 65 Megabyte virtuelle Festplatte. Die lege ich jetzt hier ein, die ist noch nicht formatiert, das ist einfach nur eine Datei. Man kann also eine beliebige Datei erstellen lassen, da gibt es Tools im Aminet auch für, wo man einfach sagt, mach mal einen File von 4 GB und dann legt er eine 4 GB File auf der Platte an und das Ding kann man dann formatieren als 4 GB Festplatte.
Und ich habe jetzt, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, hier mal so 64 Megabyte Ding genommen. Das ist einfach nur eine Datei, das kann alles sein. Wenn man ein CD-ROM-Image hat und das von der Größe her passt, kann man auch das nehmen. Muss man dann nur sicher gehen, dass die Daten da drin nicht braucht. Das mounte ich jetzt einfach. Und schon taucht es, wenn man in Ambient unter Formatieren guckt, als Laufwerk auf. Sollte es. Da tun wir das jetzt nicht an. So, ich habe den Typ, den muss ich noch ändern. Genau, muss ich... Ich hätte ja gerne SFS. So. Das haben wir gestern beim Thorsten nämlich auch so gemacht, dass das funktioniert. Ja, da taucht es jetzt auf als File 0. Das wählen wir jetzt an und jetzt können wir das formatieren, als wenn es ein normaler Datenträger ist. Dem geben wir jetzt irgendwie einen Namen. Und ja, Recycled Ordner machen wir mal nicht. Kann man alles machen, aber auf so einem, wenn man das Ding für ein Backup, okay, lassen wir drauf. Ich treffe es nicht. So, jetzt machen wir hier schnell formatieren. Soll das Gerät wirklich formatiert werden? Ja. So, und da haben wir jetzt unser Hallo-Laufwerk. Und wie gesagt, immer noch, das ist immer noch diese 64. Ja, ich habe das Hallo formatiert. Deswegen kann man wahrscheinlich nicht lesen. Naja, wird doch Hack heißen. So groß ist aber nicht. So, jetzt haben wir hier unsere Backup-Festplatte. Und damit haben wir quasi ein Backup-Medium geschaffen. Das kann jetzt auf einer externen USB-Platte, auf einer externen NTFS-USB-Platte liegen oder auch auf einem FAT-Laufwerk, weil die Dateinamen, Längen und die Einschränkungen gelten in dem Fall ja nicht mehr, weil es wird ja nur die Datei angesprochen und wird als virtuelle Festplatte gemountet. Und ja, der Thorsten hat da seine, ich weiß gar nicht, 80 Gigabyte über Nacht auf eine USB-Festplatte kopiert und hat jetzt eine 1:1 Kopie von seiner Festplatte. Das heißt, wenn jetzt mal irgendwann seine Festplatte den Geist aufgibt, kann er eine neue reinstecken, muss das Ding nur wieder mit dem mounten und kann dann die Daten direkt wieder aus dem gemounteten Laufwerk zurückkopieren. Also ich kann da jetzt genau wie eben auch da Ordner in den Ordner Sachen reinschieben und gebe ich die jetzt hier rein und dann werden die zack gespeichert und die werden dann alle in diese virtuelle Festplatte reingeschoben und die tauchen hier auch auf, als wenn man das System sieht da jetzt keinen Unterschied mehr dran, woher die Daten kommen. Im optimalen Fall, weil ich traue USB nicht wirklich und das sollte man auch nicht tun, würde ich empfehlen, einen Samba-Share zum Beispiel auf einem NAS-Laufwerk oder auf einem anderen Windows, sondern Windows-Freigabe. Da funktioniert das genauso. Da legt man das an, dann kann man auf dem, oder auf einem NAS zum Beispiel, die laufen ja alle unter Linux und die haben dann alle XFS oder irgendwas formatiert, Laufwerke intern. Und das ist auch gut so, weil die da am besten mit um können. Dann macht es ja keinen Sinn, da irgendein Linux zu nehmen und dann an der NAS-Software noch rumzufummeln, damit er dann NTSC kann, weil wir NTSC schreiben können. Das macht beim Samba-Laufwerk ist das völlig irrelevant. Da schiebt man halt einfach die Datei drauf. Also auch Thorsten kann jetzt einfach diese 80 GB Datei, die er da hat, beliebig irgendwo auf einen Server legen und braucht dann halt bloß eine Samba-Verbindung herstellen und kann sie sofort auf seinem lokalen Rechner wieder mounten und die Daten daraus kopieren. Und ein weiterer Trick ist jetzt, das ist von einem Live geschrieben worden. Live Solomonson heißt er, glaube ich, ne? Er hat das ICE-File-System geschrieben, der hat dieses Mirror-Copy portiert. Das ist dann halt eine ideale Backup-Lösung, die das Ganze dann ergänzt, kann man sich per Grunge dann auch runterladen. Das ist ein einfacher Shell-Befehl, der im Prinzip genauso funktioniert wie der Copy-Befehl. Und mit dem Unterschied, dass er die Laufwerke synchronisiert. Das heißt, ich habe meine Quellplatte, meine Systemplatte. Beim ersten Mal mache ich Copy, wie man es aus der Shell eigentlich auch macht. Ich kann auch ein Skript auf den Server legen als Beispiel. Wenn ich das vorbereite, dass ich das hier darstellen kann, aber das spare ich mir jetzt mal. Und es ist im Prinzip einfach gesagt, es ist ein Einzeiler, total simpel, Copy, Sys, nach, Backup, Doppelpunkt, oder in diesem Fall jetzt Hallo, Doppelpunkt, alles. Und dann macht ihr eine Kopie auf das Hallo-Laufwerk oder auf das Backup-Laufwerk. Und beim ersten Durchgang stellt er fest, auf der Platte sind so und so viele Dateien, auf dem Ziellaufwerk ist nichts, also kopiert er alles rüber. Und danach macht er nur noch Diff-Copy, das heißt, wenn ich Morphos aktualisiert habe, dann wird er nur noch die aktualisierten Dateien rüber kopiert. Das heißt, beim zweiten Mal ist das Backup innerhalb von einer Minute oder was maximal fertig, weil er wirklich nur die Änderungen kopiert. Das ist so und normal. Da auch wirklich einen Abgleich schafft. Ja, also nach dem Copy hat man wirklich wieder beide Laufwerke absolut identisch.
Und das heißt, wenn man auf deinem System was löscht, und kann man immer noch auf das Ding dran, und wenn das nächste Backup startet, wird die gelöschte Datei auch auf dem Backup gelöscht. Das ist also so ein synchronisiertes Copy. Man hat also immer den letzten Stand. Und gerade durch die Geschwindigkeit ist es natürlich ideal. Man will ja nicht jeden Tag 80 GB. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum die meisten Leute hier keine Backups machen. Und das ist halt ein Riesenaufwand, ist die ganzen Daten immer wegzukopieren, und kaum einer macht sich die Mühe, die Nutzerdaten von den unwichtigen Daten zu trennen, um dann ein wenig, ich sag mal, diese Menge an Daten, die man sichern möchte, zu reduzieren. Und mit diesem Mirror Copy hat man halt die Möglichkeit, Daten auf ein Laufwerk, das virtuell auf einem anderen als Datei existiert, zu speichern. Und das macht die Sache zu einem simplen Backup-Programm. Man braucht eigentlich nur ein Icon machen. Ich habe das jetzt letzte Mal schon für auf Hardware-Treffen für einige Leute eingerichtet. Ich habe letztes Jahr hier Magic Beacon vorgestellt. Der kann ja Laufwerk erkennen, wenn sie eingesteckt werden. Und da kann man dann technisch gesehen sagen, immer wenn das Backup-Laufwerk eingelegt wird, soll dieses Skript gestartet werden. Das heißt, man schießt den Backup-USB-Stick an den Rechner an und kann eigentlich schon wieder einen Kaffee trinken gehen, weil der Rechner sagt, okay, das ist das Backup-Laufwerk, startet das Skript, der macht Mirror-Copy auf den USB-Stick. Wenn der User dann irgendwann wiederkommt, ist das Backup schon fertig. Ohne, dass er eine Taste gedrückt hat, sondern nur, weil er das Laufwerk mit dem Namen Backup eingelegt hat. Sehr cool. Und solche Geschichten sind also damit dann, quasi mit Hausmitteln möglich. 2 Minuten noch. Der Moment. Synchronisiert aber... Stellen. Das Ding synchronisiert aber nur in eine Richtung, oder mal angenommen, ich nehme jetzt meinen Backup-USB-Stick mit, stecke ihn bei jemand anders im Rechner rein, arbeite da jetzt in irgendeiner Datei und komme jetzt wieder an mein Geld. Was passiert dann? In dem Fall würde natürlich feststellen, dass diese Datei nicht passt und die wieder vom Rechner auf den Backup-Stick kopiert. Das geht also nur in eine Richtung, es ist nicht wirklich so eine Time-Machine. Ja. Also wenn ich mir das Backup jetzt lösche oder Teile vom Backup, dann würde er nicht beim nächsten Mal synchronisieren, diese Datei noch auf meinem Hauptrechner löschen. Nein, auf dem Hauptrechner wird in dem Fall gar nichts löschen. Es ist immer nur, das Zielverzeichnis wird modifiziert. Es gibt noch so einige Zusatzoptionen in diesem Mirror-Copy, dass man sagen kann, wenn er auf dem Ziellaufwerk Dateien löschen soll, dass er die statt die zu löschen in einen anderen Ordner speichern könnte. Dass man sagt, okay, ich möchte jetzt aber für den Fall, dass ich jetzt mal auf dem Rechner doch nach 2 Wochen festgestellt habe, ich habe da mal irgendwann was gelöscht und das könnte ich noch gebrauchen, dann könnte man sich quasi noch ein Backup von den gelöschten Dateien automatisch erstellen lassen. Aber dieses Feature wäre doch interessant, was Sven da gerade, ne? Vielleicht kannst du es ja an den Programmierer noch mal weitergeben. Mirror Copy ist ja nicht von dir, ne? Das ist nicht von mir, nein. Das ist, wie gesagt, von Live Solomonson. Aber vielleicht mit einem Parameter, sage ich mal so, dass die ganze Geschichte dann quasi andersrum funktioniert. Umgekehrt musst du das ja theoretisch nur umgekehrt starten. Ja. Das ist nur das Problem, wenn du dann den Rechner wenn du den Rechner natürlich beide Laufwerke modifiziert hast, dann hast du in dem Moment ein Problem. Dann musst du ja im Prinzip die Datei abfragen, welche Datei das ist. Ne? SVN da ist dann schon so eine wirkliche SVN- oder CVS-Lösung die bessere Wahl. Mhm. Weil da kann ziemlich viel schief gehen. Also, da muss dann auch so eine Datenbank dahinter stehen, die wirklich über jede Datei einzeln Buch führt, die gelöscht ist. Die darf dann auch nicht wirklich gelöscht werden, sondern die muss quasi noch da sein, aber unsichtbar. Dass man sagen kann, ich möchte jetzt an die Version, so funktioniert es ja bei Apple mit Time Machine, dass man sagt, ich möchte jetzt die Version vom 3. Oktober 2009 wieder haben. Und dann rödelt das Ding und dann bootest du quasi das alte System wieder. Und das geht natürlich damit, aber da ist natürlich ein riesen Arbeitsaufwand. Und für unsere Zwecke und unsere so leicht zu backupenden Systeme ist das eigentlich gar nicht nötig. Weil das ist ja, meistens reicht es ja, die Platte auf ein externes Laufwerk zu kopieren und man kann schon davon booten. Also USB-Boot ist ja kein Ding heute. Und man kann sogar das Bootlaufwerk auswählen, weil ein echter Amiga, der hat ja ein Bootmenü. Und da kann man also direkt